Du musst das Ding ja nicht die ganze Zeit austrinken. Du kannst ja von mir aus auch, keine Ahnung, einen Schluck nehmen. Wird man erstmal über die Runden kommen. Und dann den... Oh ja, klar, genau. So ein Kack, ey. Dann haben die auch noch diese eiserne Haut gedebufft. Das ist einfach nur Schwachsinn. Bei einem Spiel, bei dem man als Magier sowieso total die schlechten Karten hat. Weil man dann ab dem gewissen Punkt überhaupt keine Zauber mehr hat, beziehungsweise für die Zauber erstmal übelst weit latschen muss. Wenn man am Anfang voll auf Stärke geht, dann interessiert das niemanden den falschen Dreck hier. Das hat... Es ist einfach nur dort, da halt zum Kotzen. Manche sagen, ja, Zauberei ist total OP, weil du die ganze Zeit weit weg stehst. Du bleibst stehen, du kannst dich nicht bewegen und du hast nur eine begrenzte Anzahl an Schuss. So. Na. Und die können... Ja, klar. Ich kann von allen möglichen gekillt werden. Und dass die sich gegenseitig irgendwie angreifen und töten können. Ne? Auf die Idee ist man hier nie gekommen. Die ganze Zeit versucht man sich so schwierig wie möglich zu machen. Aber wenn die Gegner hier sich gegenseitig irgendwie kaputt schlagen, dann ist das okay. Dann treffen die sich noch nicht mal. Dass sie sich wenigstens mal ins Gehege kommen könnten. Das wäre mal schön. Damit man sich nicht jedes Mal hier so Albert vorkommt. So, okay. Ich probiere es jetzt einfach mal. Mal gucken. Ich werde ihn jetzt einfach so derbe wegdeutschen. Ich hoffe, das klappt. Nein! Nein! Da, ich hasse dieses Spiel so sehr. Genau, ja. Zweimal drauf schießen und der ist tot. Oh, von dem kriege ich 200 Seelen. Meine ganzen 4000 sind weg. Oh ja, toll. Ritterschild. Was will ich mit diesem Scheiß? Das ist doch unmöglich. Ich will einfach nach hinten wegspringen. Ich will nicht, wenn ich Leertaste drücke, nach hinten so einen kleinen Sprung machen. Ich will, wenn ich das mache und dann eine Kampfrolle nach hinten machen, ohne dabei bei diesem Kack-Move festzuhängen. Das ist ein was, das man backsteppen kann. Das ist was. Das ist ja noch okay. Aber wenn man dann feststeckt, weil man irgendwie mit Teil dieser Animation ist, das ist einfach nur schlecht. Das ist kacke programmiert. Einfach nur scheiße. Von mir aus kann das Ding auch nach hinten gehen oder so. Oder was auch immer. Einfach nur blach. Blach, blach, blach. So, du gehst auch jetzt mal down. Vor allen Dingen, da habe ich ja echt mehr Schaden hier bei dem gemacht als bei irgendjemand anders. Na komm schon. So. Okay, sind wir jetzt wieder hier oben. Wenn ich jetzt hier oben irgendwo so ein blödes Fackeldings da sehe, wo ich mich hier ausrüsten konnte, ne? Das ist nur ein bisschen... Oh, shit. Das ist wieder so ein blöder Ritter hier. Oh, ich... Ne! Ich bin jetzt wieder. Ja, was ist los? Wow. So. Und Nummer 3. So. Genau. Und machen noch einen vierten. Wieso auch? Ich will, dass der einen so einen blöden Angriff macht und er soll den dann sofort hinziehen. Und nicht stundenlang warten und dann noch einen zweiten in der Herbweihe. Wow. Hier ist auch noch einer. Ja, wunderbar. Ah. Dieses Spiel ist einfach nur... Da fehlt was. Wenn man Batman gewohnt ist und die ganze Zeit, ja, Gegner innerhalb von Sekunden wegplättet und dann die flüssige Steuerung echt die ganze Zeit nur, ja, hat. Und dann kriegt man sowas vorgesetzt. Dann ist es zum Heulen, wirklich. So,
So, jetzt muss ich einfach mal hier so einen blöden Fackeldings da wieder finden. Muss doch mal irgendwo was sein. Irgendwo eine Gegend, wo man sich ausruhen kann. Es kann doch nicht angehen, dass man hier nirgendwo so einen Rastplatz hat. So. Na toll, den Kellerschlüssel. Es war nur den Nebel durch die Lasche ziehen. So. 4000 Seelen. Jetzt hätte ich 6000 gehabt. Ich komme gerade mal immer nur so auf 2000 und war so Quetsche. Oh shit. Genau, und er trifft noch nicht mal. Es ist doch zum Kotzen. Sehr schön. Ich werde gleich wieder sterben. Ich weiß schon wieso. Ja, genau. Ach, klasse, ey. Mich kotzt sowas übelst an. Die ganze Zeit sind na, total einfach nur... Du musst nur hier Stärke hoch machen und schon ist alles in Ordnung. Wenn du irgendwie mal anders was machen willst, das ist einfach nur eine Frechheit. Jetzt habe ich wieder tausende von meinen ganzen Seelen verloren. Jetzt kann ich zwar diesmal einfach durchlaufen, das ist zwar noch okay, aber trotzdem scheiße. Ja, Mann, ich will endlich speichern können hier anständig. Ich hasse Save Point. Ich glaube, ich hätte mich da nicht nur einmal deutlich ausgedrückt. Ja, genau. Ich will, dass du nach vorne trittst, du Dominus. So. Gegner weg. Das ist einfach nur unverständlich für mich. Die ganze Zeit nur, dass ich die Viecher hier angreife und... Hallo? Ja, genau. Und am besten ist es, du fällst hier gleich noch irgendwie runter oder so, ne? Nö, wieso? So, und du auch noch. Genau, prall an dieser scheiß Wand ab. Ja, und das Ding trifft mich noch. Ist denn das so schwierig, mit dem Stab einfach mal auf diese blöden Mäuse dort zu dreschen? Genau, oder mal nach unten zu zielen, während man dieses Auto-Aim-Kack da anhat. Nein, 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 nein! Ich will, dass du diese scheiß andere Waffe nimmst. Oh, Mann. Das ist einfach nur so zum Kotzen für Magier gemacht. Wieso gibt es die Funktion da überhaupt, außer zum Frust? Dann gibt es auch noch diesen... Jetzt habe ich sogar zweimal gedrückt. Ich könnte so reiern gerade. Ich gehe jetzt einfach wieder zurück, gehe in dieses scheiß Lagerfeuer und renne hier nochmal ran. Ich habe hier keine Lust, nochmal meine schönen Seelen, meine 2000er hier zu... Komm, ey. Das ist doch einfach nur... Schwachsinn ist das doch. Reiß mir jedes Mal den Arsch auf. Boah, und dann ist eh jedes Mal mit Q zu verwechseln. Wenn ich so eine scheiß Leiter hochgehen will. Zum Kotzen. So. Okay, die Seelen da oben sind 2000. Da könnte ich eigentlich hier die ganze Zeit... Ja, die ganze Zeit nur die Viere. Zack, zack, ich komme hier. Zack, zack. Und das mache ich jetzt die ganze Zeit. Das ist total langweilig. Entweder man grindet und ist irgendwann mal total gut mit Magie und dann klappt das auch. Oder man rennt einfach durch. Hat im Grunde genommen von dem Spiel dann so ziemlich nichts gesehen. Das ist dann auch keine schöne Variante. Ah, Mann. Na?
So. Ah, komm schon. Und, willst du nochmal angreifen? Ja, genau. Und dann greift er noch nicht mal anständig an. Greif. So, geht doch. Ach, Mann, Mann, Mann. Diese blöden Ratten muss ich auch irgendwie anders kaputt hauen. Oh, ja, sehr schön. Jetzt hat das geklappt. Sehr schön. Wieso klappt denn das nicht? Na, endlich. Dass das so eine Art Minimum-Reichweite hat, ist einfach nur eine Verarsche. So, na dann. Jetzt frage ich mich eigentlich, wo ich hier zum letzten Mal verreckt bin. Das war doch irgendwo hier in der Nähe. Nein, nein, nein! Ist zum Kotzen. Blödes Dreckspiel. Agiert gefälligst flüssig zu sein. Und nicht so hackelig wie der Nahkampf. Ah, ich hätte vielleicht noch ein bisschen. Rechts kommt niemand. Der Pikenschwinger, der will nicht. Alle, ja. Und nochmal, dass es schön war. So. Haben wir mal wieder einen da. Und alle. Wenn wir auch mal so schön war. Sehr gut. Der hier hinten, den kriegen wir dann immer im Nachhinein. So, ich könnte eigentlich da einfach weitergehen. Ne, ich gehe aber erstmal hier lang. Und alle. Das ist echt schick. Kann man wenigstens mal von hier ein bisschen unterhalb angreifen. Und alle. Antalle, Antalle. So, der rennt da wieder da lang. Ich mache jetzt mal Zauber, gehe voll in den Rücken. Der dreht sich zum Glück nicht um und ich habe ihn gekillt. Das sind jetzt meine blöden, blöden Säle. Mann, ey. Ja, 3800. Dankeschön. Danke für nichts. Ah, oh, wieso? So. Genau! Beim zweiten Mal machst du noch mal mehr Schaden, ne? Damit ich gleich mal noch so einen blöden Schuss versemmel. Toll, mal wieder eine helle Bade. Ich krieg die ganze Zeit irgendwelche Waffen, die ich nicht benutzen kann, die mir hätten irgendwas gebracht, hätte ich auf Stärke gespielt. Das ist ein... Die Untoten hier. Hallo, wie kommen denn die hier überhaupt zustande? Ah, oh Gott. Genau, dann one-hitte ich die auch noch. Gerade bei sowas ist es doch scheißegal, wie viel Schaden man an denen gemacht hat. Die Zahl ist total irrelevant. Ich will da wenigstens wissen, wie viel Leben die allgemein haben. Damit man da ein bisschen was sich ausdüfteln kann. So, Moment, von hier bin ich gekommen. Ich habe 8 Schuss noch über. Den 8 Schuss muss ich jetzt hier durchkommen. So, wenn ich jetzt hier durchgehe, habe ich dann wieder total mein... Die Türen gehen 100% zu, das weiß ich jetzt schon. Was ist los? Na komm schon. Und nochmal. So. Jetzt macht er noch einen. Nee, doch nicht. Na, klasse. Haben wir es doch langsam geschafft. Da hinten, dieses Ding. Das muss ich 100% auch noch besiegen. Mit 4 Schuss wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Deshalb gehe ich da einfach mal nicht rein. Ah, Mann, hier muss doch irgendwo so ein scheiß Schwert sein.
Irgendein Schwert, was man anzünden kann. Ist denn das zu viel verlangt? Oder ist es da hinten? Puh! Ach Mann! Das ist doch behindert! Und wenn jetzt noch jemand kommt hier und sagt, das Spiel ist einfach nur schwer. Nee, das ist nicht schwer, das ist einfach nur scheiße. Das frustet. Das ist einfach nur... Boah. Jedes Mal muss ich dieselbe Kacke immer und immer wieder durchspielen, bis man denn da irgendwann mal hier... Ah, das durch und durch hat. So. Blöde Mistdinger. 30 Schuss, ey. Ich will diesen blöden Spruch auf mehrere Slots verteilen können und ich brauche nicht mehrere Sprüche. Ich will einfach den Spruch öfter benutzen. Ah, klasse. Und die Ratte kommt hinterher gesprungen. Logik. Hallo, Logik. Also von allen Spielen ist das ein... Das ist schlecht. Also echt. Ah. Jetzt sind schon wieder meine ganzen Seelen weg. Hier, komm. Du mich auch. Ich werde mich hüten, jetzt weiterzugehen. Ich werde jetzt einfach hier ein bisschen rumgrinden. Noch nicht mal das funktioniert anständig. So. Weil anders scheint es ja hier nicht zu funktionieren. So, meine Seelen kriege ich da oben sowieso nie wieder. Muss ich versuchen, hier irgendwie über die 3000er zu kommen. Beziehungsweise erstmal hier diesen blöden... auch diesen blöden Händler. Aber mit dem Händler kann ich ja im Grunde auch nichts machen, weil der hat ja nur Bullshit. So. Das einzig Gute ist, ich habe den schönen Helm. Das ist aber wirklich das Einzige. Das kannst du vergessen. Unten war auch noch eins. Na komm, ich schlag das Ding doch mal kaputt jetzt. Und alle, hab. So, Gegner da und alle sind fröhlich. Wo ist dieser blöde Händler hier? Ja. So. Gegenstand kaufen, reden, Gegenstand kaufen. Gegenstände verkaufen funktioniert ja in diesem Spiel ja nicht. Wieso auch immer. Reparaturkiste kostet 3000. Die hätte ich vorher noch schön zusammen gehabt. Mann. So, Standardpfeil. Großer Pfeil. Toll. Pfeile kannst du natürlich kaufen. Ne? Pfeile kannst du kaufen. Alles mögliche andere, was in irgendeiner Form sinnvoll wäre. Wie man, keine Ahnung, Magie oder so. Das findet man natürlich nicht bei denen. Dieses Spiel ist und bleibt beschissen. So, dann müssen wir gleich mal gucken hier. Dieser Krummsäbel. Der braucht ja keine weiteren Dinger. Da könnte ich den mir eigentlich mal zulegen. Der macht ja auch anständig Schaden. So, ja. Thank you kindly. Thank you kindly. Du mich auch. So, jetzt will ich den jetzt auch mal anlegen hier. Nee, so funktioniert es mit dem Anlegen aber nicht. Und zwar rechte Hand, sehr gut. Kann ich den eigentlich auch in die linke Hand nehmen oder sowas? Nö. Ritterschild, braucht 10 Stärke, ja, du mich auch. Hüllenschild. Auch mal wieder extrem viel. Was habe ich denn? 45er. Und Schwarzritterschild braucht 16. Hm. Was ist das Besondere an diesem Ritterschild? Ah, da haben wir es doch. Dolch. Gebrochenes Schwert. Gebrochenes Schwert. 40. Ah, hier kann man es doch sehen. 10. Ein Kurzschwert kann ich sogar nutzen. Das ist toll. Wieso ist mir das. Wieso wurde mir das vorher nicht gesagt? Dass ich die Stärke hier dazu schon habe. So. Schild brauchen wir im Grunde nicht, weil wir können ja auch mit Waffen blocken. Schwertgriff brauche ich nicht. Ich brauche meinen blöden
da haben wir auf alle Fälle zu wenig, das ist klar. Den einzigen Zauberstab, ne? Den einzigen. Als ob man so eine bestimmte Waffe dazu bräuchte oder so. Das ist kein Pfeil und Bogen. Ja, klar. Jetzt auf einmal 13. Ich will mich doch jetzt echt verarschen. Wenn du es kaufst, wird nur eine Zahl angezeigt, aber die nicht in Rot oder irgendwas sonst markiert. Das ist doch beschissen. Jetzt sind wieder die ganzen Seelen draufgegangen. So, jetzt muss ich mal hier noch ein bisschen gucken. Wie viel haben wir denn überhaupt? Bla 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 bla. Beweglichkeit 11. Na super. Intelligenz 33. Bringt mir im Grunde nichts am Anfang. Das Blöde ist, je mehr Punkte man hier verteilt, desto mehr Punkte brauchen wir für den nächsten Punkt zum Verteilen. Also desto mehr Seelen brauchen wir. So, Langschwert. 10 von 10. 8 von 8. Zusätzlicher Effekt, keiner. So, brauchen wir das Schwert. Gut, dann werden wir die beiden mal tauschen. Den Dolch und den... Moment. So, hier. Dann mal das Kurzschwert reinmachen. Sekundärhand dieses Dolchteil. So, und hier können wir ja wahrscheinlich noch irgendwas anderes reinhauen. So. Wo haben wir denn mal ein schönes Schild? Einen tollen Schild, den. So, passt doch. Wundervoll. Irgendwelche... Nee, das brauchen wir auch nicht. Pfeil und Bogen haben wir auch nicht da. Rüstungen haben wir auch nicht. Vor allen Dingen dieses Zeug, das ist wunderbar gegen Magie oder Feuer oder sonst was, aber 20 gegen normale Sachen? Traurig. Ich kann die noch nicht mal verkaufen. Wieso kann ich die noch nicht mal verkaufen? Gegenstand ablegen, brauche ich nicht. Umschalten brauche ich eigentlich auch nicht. So, 22 von 33. Na dann. Wow, Moment. Sehr schick. Gut, na dann. Gehen wir mal ein bisschen auf die Jagd hier. So, wo sind die nächsten Gegner? 26. Ich brauche mal wieder ein paar mehr. Da hinten wären die nächsten. Guck mal, Klemmer, wie gut das Zeug denn überhaupt ist. Genau. Klar. Jetzt mache ich die alle der Reihe nach so fertig. Kann mir das mal bitte einer erklären? Noch ein Langschwert. Na wunderbar. Höhlenkriegerhelm. Schon wieder. Moment, kann ich das hier mal aufmachen? Ja, lässt sich nur von der anderen Seite öffnen. Ich weiß nicht, wo die andere Seite ist. Verdammt. So. Können wir durchs Leben und reinbringen hier in den toten Körper. So, und wieder was. Gut. Ha, das Lustige ist, abblocken kann man nicht. Ah, sehr schön. Moment, wieso kann ich denn hier nicht durch? Wieso nicht? Was ist da verkehrt? 300. Das könnte wahrscheinlich eher mal den anderen Weg gehen und dann mal, ja, genau. Keinen Bock, den Weg jetzt hier zu gehen. Schnell mal rennen hier, damit die mich ja nicht treffen. Kleck uns. Genau. Da war's doch. Wobei, ich könnte ja eigentlich... So, das so machen. Ja, kann ich wenigstens anständig hier... So. Okay, dadurch, dass wir jetzt ein bisschen rumgefrustet haben, machen wir jetzt hier mal kurz eine kleine Pause und danach geht es ja weiter mit dem coolen neuen Schwert. Also dann bis dann und ciao, ciao.